und herzlich willkommen hier zu The Outlast, den 16. Part von den Survival Horror Game. Ja, werden wir heute mal sehen, was uns hier so Schönes erwartet. Wo der nächste Hinweis ist, werden wir jetzt sehen. Ja, wir schauen mal weiter, was uns hier erwartet. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Neues Ziel, benutze die obere Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ja, das machen wir doch glatt. Werden wir unsere schöne Kamera wieder anhauen, mit den schönen Nachtsicht. Ja, da liegt einer. Wo ist jetzt hier der Weg? Werden wir es rausfinden? Wie jetzt? Nein! Dunkel war's. Ich habe schon wieder so ein doofes Gefühl, Freunde. Da lief einer rum. Ich bin mir doch gerade sicher, dass wir hier waren. Oder täuscht das gerade hier? Ich bin mir doch sicher, dass wir hier waren. Ja, Gott sei Dank sind wir nochmal hier. Hier ist eine Batterie, die wir fast vergessen hätten. Das war ja nicht gerade so schön geworden. Ja, dann wird es wohl so sein, dass das der Weg hier sein wird. Ja, hier ist zu. Hier sind ein paar Bretter dran genagelt. Ich schätze mal fast, wir müssen hier lang. Ja, wir müssen ins zweite Stockwerk kommen zu Vater Martin, der uns da schön mit Kaffee und Kuchen erwartet. Ja, ich schätze mal, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen jetzt hier durchklettern. Ja. Ja, unsere Videokamera hat gerade geblinkt. Was das war, weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal noch ein bisschen rum, ob wir noch Batterien finden. Bevor wir uns da in den Tod stürzen. Wahrscheinlich. Ja, hier ist zu. Dann werden wir mal in den nächsten Raum gehen. Machen wir hier. Ah ja, unsere Finger sind immer noch sehr blutig. Ah, eine Batterie, wunderbar. Das ist immer gut, wenn wir Batterien finden hier. Sonst stehen wir irgendwann im Dunkeln da und haben ein ziemliches Problem. Ich fühle mich gerade so unwohl. Ja. Okay. Wo? Zumindest weiß ich, wo ich bin. Wir sollen in den zweiten Stockwerk kommen, also wird das hier nichts? Okay. Ja, hier wird wahrscheinlich die Tür wieder zu sein. Das ist der hinterste Eingang.
Hier ist auch zu. Ja, schauen wir mal alles nach hier, um Batterien zu finden. Auch zu. Ja, wo ist jetzt hier der Weg, der uns in das zweite Stockwerk führt? Hier war man. Ich will mich nicht umdrehen. Eine Batterie. Ja, hier sind wieder Schränke, das ist kein gutes Zeichen. Oh, ich habe schon so ein ganz dumpfes Gefühl. Was ist hier hinten noch? Ein ganz dumpfes Gefühl, dass uns jetzt gleich irgendwas erwartet. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ja, hier kommen wir wieder mal nicht hoch. Ach, Jungs. Wo ist jetzt hier der Weg? Jetzt ist hier auch noch dunkel. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist die Türe zu, hier kam er rein. Es muss hier irgendwo ein Hinweis sein. Ja, hier rein wollen wir nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Zum Beispiel diese Batterie. Nicht da hoch. Es muss einen anderen Weg geben. Werden wir den Weg jetzt finden? Ja, die Tür ist zu. Da blinkt schon wieder eine Batterie. Ich habe die Vermutung, gehen wir einfach mal in die Tiefgarage. Bastard. Verflixt. Ja, ich glaube, hier war ja noch... Nee, zumachen wollte ich nicht. Wo geht's jetzt hier lang? Wo ist der Weg? Könnte es da unten weitergegangen sein? Werden wir dieses Rätsel nochmal beginnen? Mindestens ist hier unten kein Weg. Nur der Mann mit dem Messer.
glaube, hier unten ist es nicht richtig. Können wir irgendwas anschalten? Nee. Also machen wir wieder hoch hier. Wir müssen ja in die zweite Etage. Können wir vielleicht mit dem Fahrstuhl fahren? Ich denke mal, da ist immer noch defekt durch unseren Freund. Ja, das ist jetzt die Frage hier. Zumindest könnten wir aber mal versuchen, hier rüber zu hoppen. Ja. Jetzt bin ich erstmal. Ja! Das sieht schon ziemlich gut aus. Hier. Ja, hier vorne ist wieder unser Freund. Oh Gott, hier ist ja alles durchgebrochen. Ja, wir müssen einen anderen Weg suchen, finden. Können wir das vielleicht wegschieben? Nee, können wir nicht. Ja, hier sieht es ganz gut böse aus. Ja. Was wird uns jetzt erwarten? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Schlüssel. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Müssen wir jetzt mal 3 Sicherungen finden. Jetzt sieht es ziemlich verbrannt aus alles. Ja, sieht ein bisschen unheimlich aus. Eine Sicherung gefunden. Und ja. Warum hängen? Nein! Nein! Ah! Nein! 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 Ah! Fuck! Fucky, fucky! So, meine Lieben, ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Part wieder, hier in den 17. Part, wenn's heißt hier Outlast, das böse, das mysteriöse Survival-Horror-Game von 2014, hier mit euren Danny, ja. Viel Spaß jetzt noch in den kurzen Minütchen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön.